Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hey, ich bin Monika. Ja, ich stehe jetzt hier vor meinem Bücherregal, weil mir heute ein Büchlein in die Hand gefallen ist, was mich vor vielen, vielen Jahren inspiriert hat, über mich, über den Sinn des Lebens, über mich als Person und vor allen Dingen mich auf die Lebensreise mitgenommen hat, mal ein bisschen tiefgründiger mich zu reflektieren und mehr bei mir anzukommen. Ich halte es jetzt hier mal in die Kamera rein. Es ist zwar in Spiegelschrift, es heißt Das Café am Rande der Welt, mittlerweile ein Weltbestseller in 41 Sprachen übersetzt, besticht nicht durch ein literarisches Meisterwerk, sondern es ist einfach und leicht geschrieben. Ich will jetzt hier gar keine plumpe Verkaufsveranstaltung machen. Doch es hat mich wahnsinnig inspiriert und ich glaube, das geht jedem so und dazu möchte ich auch jeden dazu einladen. Nämlich da drin werden drei Fragen gestellt und über diese drei Fragen jetzt gerade mal zum Jahresende nachzudenken oder mal zu reflektieren, ist sicherlich sehr, sehr hilfreich. Nämlich das zu erreichen, was man gerne erreichen möchte. Ein gelingendes, ein gutes, ein angenehmes Leben, wo wir uns richtig, richtig gut und stark fühlen. Und jetzt geht es um die Fragen. Die erste Frage ist, warum bist du hier? Ja, das ist eine elementare Frage, die jeder gerne wissen möchte und am liebsten, zack, ja, deshalb bin ich hier. Es hat ganz viel mit unserem Inneren zu tun, mit unseren Stärken, mit unseren Werten, mit unserer Einstellung, mit unseren Haltungen. Also, warum bin ich hier? Welchen Beitrag möchte ich nach außen geben? Wo möchte ich mit dazu beitragen, dass Menschen, und das ist mein Herzensanliegen, einfach erfüllt älter werden? Ja, zweitens ist es die Frage, führst du ein erfülltes Leben? Diese Frage kann natürlich auch nur jeder für sich entschieden beantworten. Es geht ja um die Fülle des Lebens und über die Fülle des Lebens, da hat jeder so seine eigene Idee, seine Vorstellung davon, von Luxus, von Freiheit, von materiellen und ideellen Werten. Wichtig ist, dass man aus der Fülle des Lebens wirklich schöpft. Ja, und drittens ist die Frage, hast du Angst vor dem Tod? Das heißt aber jetzt nicht den Tod an sich, sondern hast du alles gemacht, damit du einfach mit einem guten Gefühl gehen kannst? Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und gerade egal, ob wir älter sind oder ob wir jünger sind, es geht uns alle an. Denn Erlebnisse, Erfahrungen, die uns einfach weiterbringen, die uns gut tun, zu sammeln und dann zu sagen, hey, das ist einfach klasse, das sollte wirklich für jeden das A und O sein. Und nicht immer nur zu sagen, ah ja, das mache ich, wenn ich in Rente gehe, ach ja, das mache ich dann später. Nicht immer aufschieben auf morgen, auf übermorgen, sondern im Grunde genommen jetzt zu tun. Ganz ehrlich, ich bin da auch nicht diejenige, die sofort sagt, ja, ich mache das jetzt. Aber immer öfter sinniere ich drüber nach, denn unser Leben ist einfach zu kurz, um einfach zu sagen, naja, ich mache das dann irgendwann. Wir wissen ja gar nicht, wann das irgendwann sein wird und ob das irgendwann überhaupt ja, stattfindet. Ich will da gar kein Drama reinbringen, aber ich glaube, diese Fragen haben mich auf jeden Fall sehr, sehr nachdenklich gemacht und ich hoffe, dass ich auch hier ein wenig zum Nachdenken angeregt habe. Und ja, vielleicht jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es eine gute Möglichkeit, mal darüber nachzudenken. Und ja, vielleicht auch noch als kleiner Geschenktipp am Rande ist das sicherlich auch eine tolle Möglichkeit, sich die Zeit zu versüßen, den Moment zu genießen und über sich und über das Leben ein wenig nachzudenken. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Mal. Bis ganz bald. Tschüss.